Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Spielwarenmesse am Stand von Game Factory und bei mir ist der Rico. Und Rico, du bist zum Teil derjenige, der für uns für die Presse zuständig ist, zum Teil aber auch Redakteur, und du stellst uns jetzt einfach mal hier auf eurem Stand eure Neuheiten vor. Ja. Genau, wir haben uns direkt schon positioniert bei einem Spiel, was wir nicht offen zeigen können. Warum? Ja, wäre natürlich schade, wenn wir schon etwas verraten würden, weil man preist ja ein Buch auch nicht an, indem man die besten Stellen preisgibt, und das ist eben fast ein Buch. Das ist nicht nur ein Spiel, das ist wirklich auch ein skandinavischer Thriller. Skandinavische Thriller, was haben die an sich? Die sind brutal, die zeigen auch Gewalt auf. Man wird in diesem Escape Thriller vor schwierige, manchmal fragwürdige Entscheidungen gestellt, die man dann treffen muss, um Leopold das Handwerk zu legen. Leopold, das ist eine Trilogie, die Leopold-Trilogie. Und ja, es gibt eine Website dazu, da kann man sich einloggen. Ganz einfach mit der Seriennummer, keine App, keine Installation, kein Login, und schon kann man sich durch diese skandinavische Perle spielen. Ja, richtig. Ja, sehr spannend. Ja. Du kannst auch gerne immer schon dazu sagen, es steht ja auch auf den Schildern, aber dass du es auch nochmal sagst, wann die Spiele erscheinen und wann man sich darauf freuen kann. Okay, ja. Also die 50 Clues Trilogie, die ist ab April 20 erhältlich. Es gibt noch ein kleiner Restbestand, weil der Autor Jeppe Norsker hat das schon im Eigenverlag, eine ganz kleine Auflage gemacht, aber ab April dann unter dem Game Factory Logo. Genau. Und während wir schon mal weitergehen, ist es eigentlich auch geplant, dass dann die, also es ist jetzt eine Trilogie, die ist wahrscheinlich abgeschlossen, aber dass in diesem selben Stil, Escape-Raum-Stil, dann noch weitere Boxen geplant sind? Also ich weiß, er ist schon am Schreiben. Und noch kurz zu den, die kann man also einzeln spielen. Man könnte auch in Theorie mit Teil 3 beginnen. Das rate ich aber nicht, weil ist halt eine fortlaufende Geschichte, und dann macht es schon mehr Spaß, 1, 2, 3, wie wir das gelernt haben. Und die Geschichte ist halt auch wichtig, also ist genauso wichtig wie die Rätsel. Sehr schön, das klingt sehr, sehr spannend. Ich bin schon ganz gespannt darauf. Jetzt haben wir hier Yokai, das haben wir schon mal in guter Vorbereitung aufgebaut. Ja. Ja, und dann kannst du uns auch mal wieder erzählen, worum geht es denn hier? Ja, Yokai, da sieht man diese vier verschiedenen Farben. Das sind die vier Familien der Yokai, das sind japanische Fabelwesen, sage ich jetzt mal. Die sind gerne in ihren Familien. Das Problem ist aber, dass die hier getrennt und wild durcheinander sind, und so ist es die Aufgabe der Spieler in Kooperation, also wir versuchen gemeinsam zusammen die Yokais wieder zueinander zu führen. Führt zusammen, was zusammen gehört, wird dann auch der deutsche Untertitel sein. Ganz kurz nur anreißen, wie gehe ich vor? Also wenn ich am Zug bin, schaue ich mir zwei Karten an, und die schaue nur ich mir an, natürlich nicht die ganze Gruppe. Leg die wieder hin, und dann muss ich eine beliebige Karte, es muss keine von diesen beiden sein, verschieben. Jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, die Kamera hat es drauf, die sind nicht gleich. Und jetzt, um meinen Partnern zu zeigen, dass die nicht gleich sind, verschiebe ich halt eine von diesen beiden. Die schiebe ich einfach mal dahin. Und meinen Zug beende ich dann, indem ich eine Hinweiskarte aufdecke. Wenn da in der Auslage schon ein paar Hinweiskarten liegen, kann ich anstatt eine aufzudecken auch eine platzieren. Das ist jetzt eine dreifarbige. Es gibt aber auch zweifarbige und einfarbige. Mal schauen, ja, ist natürlich auch eine dreifarbige, aber man kann sich's vorstellen, ne? Ja, das ist jetzt eine zweifarbige, und anstatt halt eine auszulegen, kann ich dann auch platzieren. So kann ich natürlich auch wieder Hinweise an meine Mitspieler geben. Problem gibt es aber auch, weil die ist dann fixiert. Also man muss sich dann schon sicher sein, dass darunter wirklich grün und rot oder rot ist. Und die darf man dann auch nicht mehr verschieben und nicht mehr anschauen, die ist fixiert dann. Und so erarbeitet man sich mit der Zeit laufend gemeinsames Wissen, und am Schluss hofft man dann, dass die Familien wieder zueinander gefunden haben, und dann hat man die Aufgabe geschafft.
wem das zu wenig ist. Und ich glaube, als du hier warst, da waren ja alles Spieler am Tisch und ihr habt es nicht auf Anhieb geschafft. Nee, genau. Eine Karte war falsch. Eine Karte war falsch, ja. Aber mit der Zeit, vor allem wenn man das hat, immer mit den gleichen Leuten ein bisschen spielt, wird man dann schon besser, aber dann kann man das Level auch noch steigern. Ne? Also zum Beispiel muss dann am Schluss Blau neben Grün liegen oder halt am Schluss muss dann so aussehen. Aber das ist dann schon eine große, große Herausforderung. Ja, und so kann man sich das Level immer erhöhen. Genau. Ja, ich habe es ja, wie gesagt, schon einmal bei euch gespielt am Stand und fand es richtig cool. Und das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, eine Karte haben wir nicht hingekriegt. Und es lädt auch direkt wieder dazu ein, es nochmal zu spielen, weil es eben so ein schönes, flottes Spiel ist. Ja. Genau, jetzt wandern wir einfach drei Schritte weiter zu Nope. Ja, Nope ist ein pfiffiges, schnell erlerntes Kartenspiel mit grell Neon-Retro-Look. Und ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so gut rüberkommt, aber die Kamera schaut gut aus. Die kann das. Ist eigentlich wie bei so vielen solchen Kartenspielen, wie wir es bei Uno kennen, haben wir einen Nachziehstapel und einen Stapel und Handkarten. Und trotzdem ist das komplette Gegenteil von Uno, weil derjenige gewinnt, der am Schluss noch Karten hat. So, was heißt das jetzt? Die oberste Karte hier auf dem Stapel gibt immer die Forderung an. Und dann sind drei Karten hier in diesem Beispiel in roter Farbe gefordert. Dann schaue ich mir hier die Handkarten an und muss drei rote oder drei Karten, in der Rot vorkommt, legen. Wichtig ist dann aber, welches ist dann die oberste Karte? Also welche spiele ich als oberste Karte? Weil das ist ja dann wieder die Forderung für den Nächsten. Kann ich eine Forderung mal nicht erfüllen? Auch nach dem Aufnehmen einer Karte sage ich mit Freuden Nope. Und die Forderung geht halt in die Runde. Da muss ich halt aufpassen, wenn ich eine Forderung stelle, dass ich die selbst nicht erfüllen kann, sonst lege ich mir da selbst ein Ei und das will ich nicht. Und schlussendlich kommt es zum Showdown, 1-1 und wer am Schluss noch Karten hat, gewinnt. Sehr spannend, einfach mal andersrum. Ja, richtig. Ja, ist auch ein Umdenken, dann wirklich während des Spielens, ich habe mich schon oft ertappt, so, ja, ich kann ablegen, dann gemerkt, ja, das ist scheiße. Ja. Und da haben wir noch drei Joker-Karten, die bringen noch mehr Pfeffer ins Spiel, weil hier haben wir zum Beispiel die Auswahlkarte. Auch wenn du nicht nach mir drankommst, kann ich dann einfach sagen, Julia, ich will, dass du jetzt dran bist und du legst drei rote Karten. Aber auch hier wieder, wenn es du nicht hast, kannst mich dann auch treffen. Ja. Die Reset-Karte und die Durchblick-Karte. Ja, da müsst ihr jetzt das Spiel kaufen, wenn ihr wollt, dass ihr die auch noch erklärt bekommt. Wunderbar. Ja, dann wandern wir mal hier rüber zu einem Spiel. Du hast mir schon verraten, wie es ausgesprochen wird, nämlich Pool-Pool und nicht Pulle-Pulle. Nicht Pulle-Pulle, Pool-Pool, richtig. Kommt aus Frankreich. Auch die Geschichte spielt in Frankreich. Wir haben diese Filmcrew. Der deutsche Untertitel wird dann auch sein, angelehnt an einen bekannten Film, 5 Eier für ein Halleluja, das Film-Eyelight des Jahres. Also die Filmcrew, die hat ein Problem. In einer Stunde beginnt das Filmfestival in Cannes. Doch der Tollpatsch, der Wuff, der da auch zu sehen ist, hat die Filmrolle zerbissen und jetzt ist es die Aufgabe, den Film wieder zusammenzuschneiden. Der Film ist aber erst im Kasten, wenn 5 Eier sichtbar sind. Was heißt 5 Eier sichtbar? Ich kann das gleich mal zeigen. Wir haben hier die Hauptdarsteller. Wir spielen jetzt nur mit denen mal kurz ein Spiel. Die Henne Helene, der Reinhard der Fuchs und das Ei Benedikt. 5 Eier sichtbar. Es gibt immer einen Regisseur, der deckt die Darstellerkarten auf den Filmstapel. Ein Ei, dann zählen wir das Ei. Noch nicht so schwierig, dann kommt aber eine Henne. Und die setzt sich dann halt auf das Ei. Das Ei ist also nicht mehr sichtbar. Da kommt ein Fuchs. Und was macht ein Fuchs? Der verjagt die Henne. Das Ei ist also jetzt wieder sichtbar, weil die Henne ja fliehen musste. 2 Eier, 3 Eier. Da kommt aber wieder eine Henne. Haben wir wieder nur 2 Eier und so weiter und so fort. Sobald dann 5 Eier sichtbar sind, also nicht von einer Henne belegt, schlägt man auf den Filmstapel. Und der Erste, der das macht, bekommt mal einen Punkt und der wird symbolisiert durch so ein Ei-Teil. Aber
Wenn ich jetzt halt anderer Meinung bin, wenn du auf den Filmstab schlägst und ich denke, nee, du hast sicher falsch gezählt, dann kann ich halt Einspruch erheben und dann kommt es zum Replay, dann kann man das Ganze umdrehen und auch separieren und dann kontrollieren, stimmt das wirklich. Abgerundet wird das Ganze von abgedrehten Nebendarstellern. Ich habe hier das Straußenei, das zählt als zwei Eier und die Henne kann sich da halt nicht draufsetzen. Ja, das ist zu groß, die rutscht da runter oder so. Den Bauern Roger, der sammelt alle Eier ein, die er sieht. Der Fuchs in der Hühnerverkleidung, weil der wird vom Hund, der eigentlich auf dem Hof auf den Fuchs wartet, nicht erkannt und somit nicht verjagt. Ja, und so weiter und so fort. Es gibt sogar noch einen Rico, der Gockel. Da gibt es noch den unwiderstehlichen Rico. Ich will einfach nur sagen, ich hatte nichts damit zu tun. Ja. Nein, wirklich nicht. Der hieß schon in Frankreich Rico. Schon direkt vorsorglich nach dir benannt. Richtig, ja. Ja, und einfach ein witziges Spiel, ein chaotisches Zählspiel. Und wenn man alle Nebendarsteller reinmischt, es gibt noch viele, viele mehr, dann... Hat man keine Chance mehr. Ja, oder nur mit Aspirin, ja. Gut, dann gehen wir wieder zu einer kleinen Metallschachtel, die, wie ich finde, auch sehr stylisch aussieht mit diesem Schwarz und dem goldenen Schriftzug. Also uns heißt ja auch Gold. Ja, richtig, ist von Rainer Knietz. Wir haben das in diese Game Factory Mini-Dose gepackt. Ist ja bereits noch Zeugs, Punto und Quattro, das vierte Spiel in dieser Mini-Dose. Und es geht hier um Gold, relativ einfach ersichtlich, ne? Und wir wollen Gold schürfen. Ich will natürlich mehr Gold schürfen als du, aber... Aber ich will mehr Gold schürfen als du. Und ich will mehr Gold schürfen als du, ja, genau. Und wie machen wir das? Es ist ein Kampf-Memo-Spiel, also wir decken immer, wie üblich, zwei verdeckte Karten auf. Wir haben beide eine Farbe, also... Oder alle fünf Spieler, das ist für fünf Spieler spielbar. Und die Farbe wird da gekennzeichnet durch den Mineneingang. Jetzt gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt in Kombination zwei Goldgräber aufdecke, also hier den roten mit der 5 und den lilanen mit der 4, und wenn ich rot bin und du lila, ist das nicht so gut für dich, weil... Ich habe schon befürchtet, weil meine Zahl kleiner ist als deine. Richtig, und meiner schaut noch so böse und hat die Spitzhacke, deiner hat Angst und wird aus der Mine verjagt und kann somit kein Gold mehr schürfen. Und meiner wird wieder umgedreht. So, dann kann aber auch passieren, dass ich, wenn ich dran bin, Dynamit aufdecke und egal, welche Karte dann aufgedeckt wird, beide sind raus, fliegen halt in die Luft, wie das so ist. Ich will aber Gold schürfen schlussendlich und das kann ich, wenn mein Goldgräber mindestens so hoch ist wie das Gold, das ich aufgedeckt habe. Also hier hätte jetzt auch eine 4 gereicht, um diese 4 Goldstücke aus der Mine zu tragen und so kann ich dann das Gold unter meine Platte nehmen und wer dann am Schluss am meisten Gold hat, gewinnt. Bei den letzten 10 Karten, die auslegen, gibt es einen Goldrausch. Da greift man einfach Karte um Karte ab und wenn das Gold ist, kann man das behalten und sonst Pech gehabt, dann geht es aus dem Spiel. Richtig. Also wieder ein kleines, flottes, schnelles Spiel, was man gut auch mal mitnehmen kann, weil die Schachtel eben so klein ist. Für den Zug wird es wahrscheinlich ein bisschen doch zu groß. Vielleicht, wenn man so einen Tisch zwischen sich hat, dann kann man es doch spielen. Diese Abteile, ja, da reicht es auf dem ganz kleinen. Also zumindest in der Schweiz sind die so ganz klein und so halbrund. Da wird es schwierig, genau. Ja, richtig. Aber auf jeden Fall mit in Urlaub nehmen und dort spielen geht es auf jeden Fall gut. Passt ja wirklich in jede Hosentasche so und kann man ja auch auf dem Boden im Notfall. Ja. Sehr schön, dann freue ich mich schon auf eure Neuheiten. Wir haben jetzt gar nicht mehr dazu gesagt, wann die alle erscheinen. Das können wir vielleicht gerade nochmal nachholen. Also Yokai, wie gesagt, nein, habe ich schon gesagt, habe ich noch nicht gesagt. Yokai ist ab März, April da in der Wende. Nope gibt's schon, ab sofort. Ich hoffe, die Händler kaufen fleißig ein, damit ihr das auch in den Läden kaufen könnt. Pull kommt im April. Und Gold kommt auch im April. Ja, richtig. Der
50 Clues, auch April. Genau, das hatten wir schon gesagt. Ja, wunderbar, dann freue ich mich auf die Spiele und bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für diesen kleinen Rundgang und dass du uns die Spiele hier so schön näher gebracht danke, hast. Julia, danke für den Besuch. Okay, tschüss.